einem Pressetermin. Wenn wir genügend Abstand haben, ich denke, dann dürfte es kein Problem sein, wenn wir die Masken beiseite tun. Mit über 1,50 Meter, dann nach hier draußen, ist das kein Problem. Das war nicht passiert. Genau. Herr Friedrich, du brauchst gar nicht so weit weglaufen. Komm ruhig mal wieder hier hoch. Ja, darf Sie erstmal ganz recht herzlich heute Morgen hier begrüßen zu unserem Pressetermin Gesundheitshaus Frankenau. Wir begrüßen an der Stelle sehr herzlich die Frau Battefeld von der heimischen HNA, den Herrn Olaf Dudek vom Ida-Dampf-Radio, den Horst Föhl, hätte ich fast gesagt, den Wilfried Föhl von der CDU-Fraktion, den Harald Koch von der SPD-Fraktion, den Rainer und den Horst Werner von den Freien Bürgern, den Ortsvorsteher Claude Pilger, Stadtverordnetenvorsteher Holger Heck. Und natürlich, das ist mir eine besondere Freude, dass er hier ist, den ersten Kreisbeigeordneten Karl Friedrich Frese. Das Thema Gesundheit, Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum, da beschäftigen wir uns ja im Parlament auch schon seit längerem damit, aber nicht nur wir, das machen auch viele andere Kommunalparlamente, aber auch Landesebene, auch Kreisebene. Und so hat sich das ja vor geraumer Zeit gefunden, dass der Landkreis in Person der stellvertretende Landrat gesagt hat, die Initiativen, die wollen wir gerne zusammenführen und bündeln, und hat dann Frankenberg, die ja unterwegs waren, aber auch Battenberg und Frankenau mit an einen Tisch geholt und hat gesagt, lasst uns das gemeinsam mal auf den Weg bringen, denn das könnte ja vielleicht dann auch für andere Teile des Landkreises auch von Interesse sein und man muss das Rad dann nicht überall neu erfinden. Deshalb an der Stelle erstmal, lieber Karl Friedrich, danken wir dir ganz herzlich, dass du die Initiative beim Kreis übernommen hast und uns auch hier mit den weiteren Schritten, zu denen wir heute kommen, die heute dieses Ergebnis hier eigentlich mit sich gebracht haben, dass ihr das von Kreisseite aus in die Hand genommen habt und wir heute einen tollen Entwurf mal sehen können, den wir heute der Öffentlichkeit somit übergeben. Dafür wirklich erstmal vielen, vielen Dank. Komm mal hoch, du musst nämlich auch ein paar Worte jetzt dazu sagen. Wir haben jetzt mal zweimal die Pläne ausgehangen. Die können Sie, die könnt ihr euch gleich ganz in Ruhe mal ansehen. Wir können auch gerne mal ins Gespräch gehen, natürlich mit dem entsprechenden Abstand. Und das Gelände, auf das dieses Gebäude geplant ist, ist ja nach vielen Varianten dann hier nebenan geworden. Und die jetzige, das jetzige Feuerwehrschulungsgebäude müsste an der Stelle dann weichen. Die Feuerwehr hätte aber da wiederum dann die gute Möglichkeit, denn wenn die Zahnarztpraxis frei wird, könnte man nämlich Fahrzeuge und Schulungsraum in einem Gebäude dann anbieten. Das ist also auch eine tolle Perspektive, die wir an der Stelle dann für die Feuerwehr hätten. Ich würde dich bitten, vielleicht noch mal ganz kurz Revue passieren zu lassen, wie ihr eingestiegen seid, wen du beauftragt hast, dass wir überhaupt heute einen Entwurf mit diesen schönen Plänen hier der Öffentlichkeit vorstellen. Ja, danke. Zunächst auch von mir guten Morgen. Björn, danke für die Einladung. Hat mir heute Morgen gut getan. Brauche ich nicht mit auf die Aktion mit dem Weihnachtsbaumkauf, kriege ich auch nicht geschimpft, wenn der Falsche da ist. Aber Sie kennen das ja alles. Ja, das Projekt hat ja schon eine längere Geschichte. Über 3 Jahre arbeiten wir schon daran. Ärztliche Versorgung im ländlichen Raum ist uns halt ganz wichtig. Und wir haben ja damals begonnen mit Fördermitteln aus dem Sozialministerium, das Ganze zu steuern. Da hat sich die Stadt Battenberg gemeldet und die Stadt Frankenau hatte sich gemeldet. Wir hatten auch das Projekt Frankenberg Bahnhof. Da haben wir inzwischen aus der Zeitung erfahren, dass die Stadt Frankenberg sich aus dem Projekt verabschiedet hat. So ist das. Fahren soll man nicht aufhalten. Und ich will auch an dieser Stelle gestehen, das braucht die Frau Battefeld und der Olaf nicht unbedingt zu schreiben. Auf Wunsch des Ministeriums hatten wir uns so eines Entwicklungsbüros aus Gießen bedient. Die sollten uns nach vorne bringen. Ich würde mal sagen, 1,5 Jahre verlorene Zeit. Hat aber viel Geld gekostet. Und dann haben wir uns etwa vor 1,5 Jahren dann selbst auf den Weg gemacht. Sie waren ja alle dabei, als wir die eigene Gesundheits GmbH Waldeck-Frankenberger Land gegründet haben. Mit dem Ziele dann in der GmbH und KKG diese beiden Ärztezentren in Frankenau und in Battenberg umzusetzen. In Frankenau können wir jetzt fast an den Start gehen. Im Hintergrund ist ganz viel gearbeitet worden mit Unterstützung der Stadt und mit meinen Mitarbeitern, nämlich Gespräche zu führen mit Ärzten, mit der Kassenärztlichen Vereinigung, mit Dienstleistern aus dem Bereich Medizin und Pflege und Vor- und Nachsorge.
dabei hab ich gelernt und du sicherlich auch, Björn, das ist ein ganz hartes Brot, mit dieser Klientel zu sprechen und auch eine gewisse Verlässlichkeit und Verstetigung da reinzubekommen. Aber mittlerweile sind wir, glaube ich, so weit, dass wir auch mit der Hilfe der Planungen, die durchgeführt worden sind, jetzt so in eine erste Realisierungsphase einsteigen können. Der Bürgermeister und meine Mitarbeiterin vom Fachdienst Gesundheit, Frau Wilke, haben wie gesagt viele Gespräche geführt, haben Bedarfe ermittelt. Wir haben dann von der GmbH aus mit Mitteln aus dem Kreishaushalt eine Planungsstudie in Auftrag gegeben, hier für Frankenau, auch für Battenberg. Die stellen wir dann die Tage noch vor. Und das Ergebnis der Planungsstudie, das hängt hier an der Wand. Das ist ein Ergebnis aus den Wünschen und Bedarfen, die uns diejenigen gemeldet haben, die hier in das Ärztezentrum einziehen möchten. Und dieser Raumbedarf ist dann städtebaulich und planerisch umgesetzt worden, nach den Vorgaben, die halt für Einrichtungen im medizinischen Bereich erforderlich sind, Stichworte Barrierefreiheit, Ortsnähe und vieles mehr, aber das schauen wir uns am besten hier vorne an, wenn wir die Pläne sehen. Zu Beginn des neuen Jahres einen Planer zu suchen. Es geht hier um Bauvolumina jenseits der 2,2 Millionen Euro und das bedeutet, dass wir uns keinen Architekten ausgucken können, sondern wir müssen den Architekten in einem Vergabeverfahren finden. Dieses Vergabeverfahren stoßen wir jetzt an, Anfang des Jahres 2021, mit dem Ziel, dann etwa im August, September dann auch eine fertige Planung zu haben, eine baugenehmigungsreife Planung zu haben, die dann natürlich hier in den Gremien der Stadt Frankenau auch erörtert und diskutiert werden muss. Und wir brauchen dann auch eine Beschlussfassung. Und wenn die Beschlussfassung der Stadt funktioniert, dann können wir im Frühjahr 2022, das war der Plan, anfangen zu bauen. Finanzierung ist also so, wir haben da viele Verhandlungen mit dem Sozialministerium geführt, aber das Ministerium ist sehr auf unserer Seite, auch die wollen etwas tun für den ländlichen Raum. Wir kriegen hier eine Finanzierung hin in Höhe von, die förderfähigen Kosten betragen 1,5 Millionen. Und für die Stadt Frankenau kriegen wir von den 1,5 Millionen 90% Förderung für den Baukörper. Das sind 1.350.000 Euro. Das bedeutet aber auch, das würde dann aber auch bedeuten, dass Bauherr dieses Objektes die Stadt Frankenau ist und die Förderung würde abgebildet über die anstehende Dorferneuerung hier im Gebiet der Stadt Frankenau, aber nicht mit dem Budget, was im Rahmen der Dorferneuerung für ihre sonstigen Planungen zur Verfügung steht, sondern on top obendrauf. Aber über die Dorferneuerung und dann mit einer Sonderförderung von 90%. Wie wir das dann abbilden, das müssen wir alle besprechen. Meine Denke wäre, die Stadt setzt den Hut auf und das Bauliche, Ausschreibung, Vergabe, Umsetzung und so weiter, das würde dann die Gesundheits GmbH des Landkreises und der Stadt Frankenau durchführen, weil dann können wir uns unserer eigenen Architekten und unseres eigenen Bauamtes, der Gebäudewirtschaft bedienen. Da haben wir, die haben das alle, dieses ganze Verfahren auch vorbereitet, ohne dass es jetzt vor Ort auch Geld gekostet hat. Und da haben wir ja gute Leute, die sowas auch betreiben können. Diskussion auf, warum kümmert sich die Stadt überhaupt um so ein Gebäude? Warum können denn das nicht die Dienstleister, die jetzt schon da sind, selbst machen oder brauchen die überhaupt was Neues? Warum eigentlich die Politik? Ich will Ihnen an der Stelle sagen, dass ich sehr enttäuscht bin von von den Kassenärztlichen Vereinigungen, aber auch von der Politik, dass wir in Deutschland eine Begrenzung haben an den Universitäten für junge Abiturientinnen und Abiturienten, die gerne Medizin studieren wollen. Wir haben da eine Begrenzung und das sorgt dafür, dass auch aus dem Bekanntenkreis von mir Eltern ihre Kinder zum Studieren ins Ausland schicken. Wir heute schon viele Ärztinnen und Ärzte aus dem Ausland akquirieren, dass sie den Notstand hier bei uns im Lande helfen. Landkreise haben da verschiedene Modelle. Vor vielen Jahren hat Friedrich Frese mit Frau Wilke ins Leben gerufen, auch verschiedene Modelle, wie man an den Unis schon mit den Absolventinnen und Absolventen in Kontakt treten kann. Und wir hatten an der Stelle deshalb ja auch schon eine Absolventin hier oben bei Dr. Hoffelmann und Michael Dickler in der Praxis auch ein Praktikum absolviert. Wir waren ja, glaube ich, Frau Butterfeld, waren Sie damals dabei. Das war ja auch in einer heimischen Zeitung. Das wird sich entwickeln. Das, was jetzt geplant ist, ist eine unabdingbare Sache. Ansonsten geht die Stadt im Bach runter. Das weiß jeder.
im Endeffekt ein bisschen vorausschauend bringen. Angenommen, ein jetziger Dienstleiter, der zugesagt hat, springt irgendwann ab aus irgendwelchen Gründen. Wäre es deine Überlegung oder ist da schon mal überlegt worden, dass der Stadt eventuell als Betreiber aufkommt und die Dienstleister dementsprechend einstellt als Halbtagskraft, das ist das, was ja im Grunde genommen jetzt so kommt, als Halbtagskraft oder als Dreiviertelkraft oder sonst irgendwas. Oder der Kreis, dass der als Betreiber dort im Grunde genommen, ist das eine Überlegung? Ja. Ist das schon mal irgendwie angedacht worden? Da gibt es unterschiedlichste, einen Kram machen und der andere will das nicht machen. Wir haben alle Optionen. Wir waren schon mal im Gespräch mit dem Roten Kreuz, ob die sich den Betrieb vorstellen könnten, haben aber jetzt erstmal ganz hinten angestellt. Genauso gut könnte das die Stadt machen. Es könnte ja auch die neue GmbH machen, die wir gegründet haben. Ist die Stadt ja auch Anteilseigner. Die könnte ja auch dieses Gesundheitszentrum betreiben, vielleicht mit dem in Wattenberg zusammen. Wäre ja auch eine Denke. Also da sind wir noch ganz offen. Das müssen wir dann entscheiden. Deshalb müssen wir sehen, dass wir jetzt mal an den Start kommen mit Bauen und Finanzieren. Dazu sind ein paar Entscheidungen nötig. Und dann geht's weiter. Horst Werner Bremmer, Freie Bürger, Frankenau, Fraktionsvorsitzender. Ja, heute wurde das Gesundheitshaus vorgestellt. Es gab ein paar kritische Fragen Ihrerseits. Ja, wir stehen also dem Projekt positiv gegenüber, aber für uns sollte es im Vorfeld geklärt sein, dass die Nutzung garantiert ist, dass wir ausreichend Interessenten finden, die in das MVZ einziehen. Ein leerstehendes Gebäude nützt niemandem was, speziell der Stadt Frankenau nicht. Wichtig ist ja, wurde eben schon gesagt, dass das Gebäude gefüllt wird. Das heißt, hier müssen Ärzte rein, hier müssen Zahnärzte rein, eventuell eine Hebamme. Auch Physiotherapie muss möglich sein. Das ist ja in der heutigen Zeit nicht so ganz einfach. Ärzte wollen einfach nicht aufs Land. Es ist für die Stadt Frankenau schwierig, aufgrund der Infrastruktur junge Leute anzuziehen. Auch speziell gut ausgebildete Fachärzte, die diesen Bereich übernehmen könnten. Sicherlich müssen wir da Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Nur, ja, Henne und Ei. Wie bekommen wir da den besten Weg geregelt? Es ist ja Frankenau für eine Kleinstadt infrastrukturell doch relativ gut aufgestellt. Es gibt eine Grundschule, es gibt Kindergärten, es gibt noch Ärzte hier, Zahnärzte. Das wäre doch eigentlich ein Argument, wenn die sich alle halten, dass auch junge Ärzte hierher kommen. Ja, der Dr. Schütz hatte damals bei der Nachfolgesuche für seine Praxis große Probleme, jemanden zu finden. Das hat mehrere Jahre gedauert. Und die Situation hat sich nicht verbessert. Wie es genau aussehen wird, wie die jungen Ärzte reagieren, was sie machen wollen, kann jetzt zurzeit keiner sagen. Vielen Dank.